Haben Sie eine Idee, meine Damen und Herren, warum die Märkte seit gestern so nervös sind, seit Jerome Powell in seinem Amt bestätigt wurde? Wenn nein, kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber zunächst mal ein Flashback, ein Rückblick auf Dezember 2018. Dezember 2018, also 3 Jahre her jetzt insgesamt. Und da gab es kurz vor der Weihnachtszeit, wenige Tage vor Weihnachten, 19. 20. Dezember, gab es eine FED-Sitzung und eine Pressekonferenz von dem damals noch vergleichsweise neuen Notenbankchef Jerome Powell. Und der hat gesagt, ja, wir heben die Zinsen an, aber was die Märkte total auf dem falschen Fuß erwischt hatte, war, dass er gesagt hat, diese Bilanzreduzierung, die machen wir jetzt auf Autopilot. Und die Leute waren alle so in diesem Weihnachts-Lull- und Lull-Rally-Modus. Die jährliche Weihnachtsrally gibt uns auch dieses Jahr. Das war alles schon fest abgemacht, so wie es in diesem Jahr ja irgendwie fest abgemacht ist, dass die Weihnachtsrally kommt. Und dann krachte es ziemlich in diesem Dezember 2018, sodass dann Jerome Powell Anfang Januar 2019, also knapp 2 Wochen später, sich hinstellen musste und gesagt hat, also dies mit diesem Autopilot, das war ja nicht so wirklich so gemeint, und bums, ging es mit den Märkten nach oben. Jetzt haben wir eine Situation, die mich sehr stark an diesen Dezember 2018 erinnert, aber möglicherweise sogar ein bisschen längerfristig sein wird. Warum, will ich Ihnen zeigen. Ja, das war schön, dass Jerome Powell nominiert wurde. Da haben sich manche wahrscheinlich gefreut. Aber, meine Damen und Herren, schauen wir uns jetzt mal die Erklärung an, die Jerome Powell dann unmittelbar nach seiner Nominierung durch Biden gesagt oder hier vorgetragen hat. Da spricht er also über diese ungewöhnliche Situation durch die Pandemie. Das hat zu Supply and Demand Imbalances geführt, Bottlenecks and a Burst of Inflation. Also praktisch eine Explosion von Inflation. Explosion von Inflation. Wir wissen, dass das also eine schwere Bürde ist für die vor allem gering verdienenden Familien, wenn eben Dinge des Alltags dann deutlich teurer werden. Wir werden alle unsere Tools nutzen, um die Wirtschaft nach oben zu bringen, den Arbeitsmarkt stark zu machen and to prevent higher inflation from becoming entrenched. Also hier wird sozusagen die Inflation jetzt als oberstes Ziel der Fed-Politik ausgerufen, respektive die Bekämpfung derselben. Dieses mit dem Arbeitsmarkt und starker Wirtschaft, das gehört ja zum Fed-Auftrag, das ist jetzt nichts Besonderes. Also da ist plötzlich von einer Explosion der Inflation die Rede. Und hier sehen wir, dass der politische Druck auf die Fed massiv geworden ist. Für Biden, für die US-Regierung, für die Amerikaner ist das ein riesen Thema mit dieser Inflation, weil es die Kaufkraft eben frisst, und das kann sich eine Konsumwirtschaft nicht leisten. Dementsprechend absoluter Fokus auf die Inflation, und Lael Brainard, die ja dann zur Fed-Vize ernannt wurde, hat hier Ähnliches gesagt. This means getting inflation down at a time when people are focused on their jobs and how far their paychecks will go. Getting inflation down als Hauptziel, das hier definiert wird, das sieht aus wie ein U-Turn in Inflation. Wenn Sie in all diesen Dingen, die ich gerade vorgelesen habe, das Wort transitory nicht entdecken, dann müssen Sie schwerwiegende Bewusstseinsstörungen haben, meine Damen und Herren. Also das ist jetzt gestrichen, das Wort. Das ist eine Hawkesche Drehung sondergleichen. Und deswegen sind die Märkte nervös. Deswegen sind vor allem die Tech-Werte nervös, die ja normalerweise dann gut laufen, wenn Liquidität üppig ist, wenn die Renditen niedrig sind. Und das ist sozusagen das Event, das jetzt so ein bisschen an diese Autopilot-Story Dezember 2018 erinnert. Und im Dezember wird dann die nächste FED-Sitzung sein. Und Sie wissen, dass viele FED-Mitglieder schon gesagt haben, also wir müssen das Tapering beschleunigen. Das wird so ziemlich sicher kommen. Möglicherweise wird das im Galopp jetzt beendet, das Tapering, um dann möglichst schnell die Zinsen anzuheben. Eine Notenbank hat immer 2 Möglichkeiten. Entweder sie lässt die Inflation laufen, tut nichts dagegen, macht also einfach weiter wie bisher. Beispiel Erdogan, dazu kommen wir gleich noch. Dann kommt die Inflation nicht runter, die Dinge geraten außer Kontrolle, die Märkte verlieren das Vertrauen in die Währung wird abverkauft, all das ist sozusagen eine Todesspirale, die jetzt in der Türkei sichtbar ist. Oder man agiert
muss dann die Geldpolitik straffen, wird möglicherweise die Wirtschaft ein bisschen abwürgen und vor allem die Finanzmärkte abwürgen. Also es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera und im Zweifel entscheiden sich Notenbanken dann eher für die Cholera, weil sie sagen, naja, dann werden wir weiterhin zwar immerhin handlungsfähig sein, wir haben dann noch einen gewissen Zugriff, indem wir eben als Akteure dann die Zinsen anheben, damit der Wirtschaftsschaden auch die Finanzmärkte nach unten bringen vielleicht, aber wir haben eine aktive Rolle. Wenn wir es einfach laufen lassen, dann sind wir Spielball der Entwicklungen, die wir nicht mehr beeinflussen können. Schauen wir uns jetzt mal die Reaktion der Märkte an. Hier die Fed Fund Futures. Drei Zinsanhebungen in 2022 mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,7% eingepreist. What a difference a day makes. Und wir sehen, dass jetzt durch diese hawkische Drehung natürlich viele auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wir haben ja jetzt die Situation, alle sitzen im selben Trade, alle sind Long Tag, alle sind massiv in Aktien. Jetzt kommt noch die Weihnachtsrallye, ist doch super, was soll schiefgehen, was soll passieren? Und jetzt plötzlich sieht man, dass das Boot in Schieflage gerät und dass da möglicherweise einige ziemlich übel kentern werden. Diese einigen sitzen wahrscheinlich im Boot des Nasdaq und der unprofitablen Tech-Unternehmen. Hier sehen wir mal die US Equity Leveraged Bets. Das sind also geleveragte Aktien, ETFs, Optionen etc. Hier sehen wir, sind wir fast bei einem Allzeithoch aktuell. Also der Schmerz könnte groß sein. Sie wissen, dass der Margin Debt so groß ist, so hoch ist wie noch nie. Die spekulieren also massiv auf Kredite, die guten Amerikaners. Und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und möglicherweise wird das erste Opfer meine zweitbeste Freundin sein, Cathie Wood, mit ihrem ARK K. Hier sehen wir, dass da eine Seitwärtsbewegung noch der Fall ist. Aber wir sehen, dass hier ihre Werte abschmieren wie eine Zoom, ihre unprofitablen Tech-Unternehmen, denen sie eine großartige Zukunft sich erträumt, aber möglicherweise wird der Markt sie vorher killen, wenn es dumm läuft. Das könnte auch dann für die Krypto-Guys gelten, denn ultralaxe Geldpolitik war die Voraussetzung für den Höhenflug der Kryptowährungen aus meiner Sicht. Selbst wenn da viel Zukunft drin enthalten ist, die Preissteigerungen wie die Vermögenspreissteigerungen, die sind dann, wenn eine Notenbank auf die Bremse tritt, nicht mehr nachhaltig. Das gilt auch für die Meme-Stocks. Hier sehen wir mal in den Reddit-Boards, wenn jetzt Bitcoin gut läuft, dann werden diese Meme-Stocks wie GameStop, AMC rausgeschmissen oder interessiert man sich nicht mehr dafür, geht da raus und geht dann in Bitcoin rein und andersrum. Das ist das typische Verhalten in Blasenökonomien. Kommen wir zu something completely different, meine Damen und Herren. Kommen wir zu dem großartigen Versuch der Amerikaner, die also mit den Chinesen, mit den Japanesen, mit Indien, mit, wer war noch dabei, England war noch dabei, jetzt gesagt haben, wir werden unsere strategischen Ölreserven teilweise freigeben und wumms, bis 50 Millionen Barrel will man in den nächsten Monaten dieser strategischen Reserve freigeben. Jetzt haben sich die Oil-Trader belustigt angeschaut und haben festgestellt, oh, die Amerikaner verbrauchen pro Tag etwa 20 Millionen Barrel. Das ist also praktisch der Tagesverbrauch von, naja, zwei und ein paar zerquetschten Tagen und das über die nächsten Monate. Das ändert nicht viel an der ganzen Chose. Was ist passiert? Der Ölpreis ist nach oben geschossen. Kylie Bass sagt, ja, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt eben ein totales Unterinvestment in diese ganze Ölsituation, in fossile Energieträger haben, weil es eben politisch nicht gewollt war. Dementsprechend ist der Ölpreis wahrscheinlich schon deswegen ziemlich abgesichert. Und wir sehen hier auf der anderen Seite mal Öl in Relation zu anderen Assets wie den Aktienmärkten, also S&P 500, wie zu Anleihen, wie zum MSCI World, also weltweit die Aktien, wie zu Gold. Und wir sehen, es ist mit vor allem zu den Aktien in der niedrigsten Perzentile ever, damit Öl einigermaßen mitkommen würde mit diesen Inflationstendenzen bei anderen Assets, müsste es bei 115 Dollar stehen, wie jetzt JP Morgan mal sehr schön gezeigt hat. Also da ist eine Menge Platz theoretisch, da ist noch sehr, sehr viel zu holen. Zumindest ist durch eine solche Aktion wie die von Biden der Ölmarkt nicht zu beeindrucken. Hier nach Europa kommen, sehen wir, dass jetzt die Strompreise deutlich, deutlich steigen, etwa die German Day Ahead. Preise, zweithöchster Stand ever. Das liegt auch daran, dass jetzt Kälte wird, meine Damen und Herren, nämlich in der zweiten Wochenhälfte, da kommt von Süddeutschland drauf, kommt der Schnee. Der wird dann zum Wochenende wohl auch Norddeutschland erreichen. Ich weiß, dass Sie meinen Kanal ja vorwiegend wegen dieser erstklassigen Wetterprognosen sehen, aber es ist schon so, dass eben jetzt noch der kalte Winter kommt.
Und wir haben dann die glorreiche Aussicht, dass Frau Baerbock Außenministerin wird, gell? Und die ist ja dann gegen alles, was irgendwie aus Russland kommt. Und dann fragt man sich, wie soll das gut gehen, weil der Strom kommt aus der Steckdose und die Wärme aus der Heizung, Frau Baerbock. Das wissen wir ja alle. Jetzt kommen wir nochmal zum Inflationsgeschehen hier in Deutschland. Deutsche Wirtschaft, Einkaufsmanager, Indizes. Da sprach man wörtlich bei Market, dass die Daten erheben, von einer nie dagewesenen Kosteninflation. Die Einkaufs- und Verkaufspreise legten jeweils mit neuer Rekordrate zu. Bei den Einkaufspreisen setzte sich die Kletterpartie unvermindert fort. Hier sorgten Lieferverzögerungen, Materialengpässe, Verteuerung von Energie und höhere Lohnabschlüsse, Lohnpreisspirale, dafür, dass das bisherige Allzeithoch vom Juni diesen Jahres nochmals deutlich übertroffen wurde. Also sehen Sie eine Inflation? Also ich nicht, gell? Ne, ich mache die Augen zu und halte mir die Hand vor die Augen, da sehe ich auch keine Inflation. In der Industrie legten die Einkaufspreise erheblich stärker zu als im Service-Sektor. Verkaufspreise wurden zum 14. Mal hintereinander angehoben und zum zweiten Mal in Folge mit neuer Rekordrate angehoben. Wo immer möglich wurden die Verkaufspreise erhöht, um die operativen Margen zu sichern. Das ist diese inflationäre Spirale und die Amerikaner haben es jetzt kapiert. Die wissen, es geht jetzt nicht mehr anders. Die EZB träumt mit Frau Lagarde noch ganz andere Träume. Warum, werde ich Ihnen aber auch gleich zeigen. Jedenfalls sehen wir hier mal keine Entspannung bei Lieferengpässen hier im Euroraum. Das ist so schlimm wie nie zuvor. Also es gibt ja immer diese anekdotischen Erzählungen, jetzt ist alles wieder gut. Das ist in den Daten nicht nachweisbar. Wir sehen hier, in Amerika hat da etwas, eine kleine Entspannung bei den Lieferzeiten sich ergeben. Aber die Inputkosten auf neuem Allzeithoch, heute auch die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Aber jetzt gibt es die ersten, die so ein bisschen, naja, nachdenklich werden. Knut, der Holländer, das ist der letzte verbliebene Hawk innerhalb der EZB, nachdem Weidmann ja jetzt dann ausscheiden wird. Ja, der sagt, könnte sein, dass das nicht temporary ist. Und wenn es nicht temporary ist und die Märkte recht haben, das hat er wörtlich gesagt, wenn die Märkte recht haben und sagen, es ist nicht temporary, dann müssen wir unsere Geldpolitik anpassen. Makluf, ein Balte, hat das ähnlich gesagt, baltisches Mitglied innerhalb der EZB, Frau Lagarde, aber träumt, wie gesagt, noch ganz anders. Und wir sehen jetzt hier in Deutschland nochmal ganz kurz der Flashback. Hier sehen wir Lohn plus über der Inflation, Chemiegewerkschaft. Die will jetzt Lohnanhebungen über der Inflation durchsetzen. Man sagt aber dann, okay, dafür verzichten wir auf einen Nachschlag für dieses Jahr, also für 2021. Aber im nächsten Jahr möchte man gefälligst über der Inflation sein. Also man will jetzt praktisch schon indizieren. Je nach Inflation werden eben auch die Löhne dann steigen. Und warum Lagarde vielleicht ein Problem hat, das hat Daniel Stelter sehr schön gezeigt. Schauen wir uns mal die Schuldenstände der verschiedenen Sektoren, der verschiedenen Länder an in Relation zum BIP. Und da steht Deutschland ganz gut da. Staatliche Verschuldung 61%, Unternehmen 59%, Privathaushalte 54% zum BIP. Privatsektor insgesamt 114, sodass wir auf einen Gesamtscore von 175 kommen. Dann kommt Österreich, zweitbester Wert in all diesen Kategorien. Dann kommt Italien. Warum Italien? Weil die Italiener kaum verschuldet sind. Hier sehen wir die Privathaushalte mit 41 verschuldet. Also die Italiener sind reicher als wir, weil sie mehr Immobilienbesitz haben und weniger Schulden haben. Gesamtscore 248. Und wer steht ganz hinten in dieser Tabelle? La France, Frankreich. Und deswegen ist Frankreich so unglaublich bereit für Transferzahlungen, hat es geschafft, mit Macron eben das auch durchzusetzen und dann gleichzeitig eine EZB-Chefin zu haben, die das natürlich im Sinne von Europa auch gerne durchsetzen würde. Frankreich hat Staatsverschuldung 100%, Unternehmen 155%, die sind also fast dreifach so hoch verschuldet in Relation zum BIP als deutsche Firmen. Wir sehen, die Privathaushalte sind stärker verschuldet, wir sehen, den Privatsektor gesamt mit 216 massiv verschuldet, da sind nur die Niederländer noch ein bisschen was krasser, aber Gesamtscore 317. Das ist sozusagen der Tabellenletzte und dem übergeben wir dann die Geldpolitik der EZB für den gesamten Euroraum. Das ist so ein bisschen den Bock zum Gärtner machen, aber gut, wir wollen es ja so haben. Ähnlich wie Recep Erdogan, der jetzt feststellen muss, dass die Lira total kollabiert. Wir waren heute schon bei 13,50. Wir waren Anfang November noch im Bereich von 9. Das heißt, die türkische Währung hat sich fast halbiert innerhalb von wenigen Wochen. Das ist für die Türken ein totales Desaster. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat das ein bisschen beschrieben in einem Artikel, wo er zeigt, dass viele Waren nur noch per Vorkasse geliefert werden. Auch gegen eben nicht türkische Lira, sondern nur gegen harte Devisen. Das heißt, die Türken müssen dann, Händler zum Beispiel, müssen dann ihre türkische Lira tauschen in Euro, in Dollar, damit sie überhaupt die
Zulieferer noch bezahlen können. Und so setzt sich die Spirale fort. Erdogan hat das alles noch beschleunigt mit seinen Aussagen. Er will nicht nachgeben. Es ist eine Frage der Zeit nach meiner Auffassung, bis das Ding explodiert. Aber es sind auch andere Emerging Markets, die hier unter Druck kommen. Etwa ungarischer Forint, der polnische Złoty, argentinischer Peso. Also da ist durchaus eine starke Verluste. Die Emerging Markets würde es ziemlich killen, wenn jetzt eben der Dollar stärker wird. Der ist stärker geworden. Und wenn die Fed die Zinsen anhebt, dann müssen normalerweise die anderen Zentralbanken mit. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich nochmal einen Aufruf starten. Es ist auch bei meinen Videos so, wenn ich mal irgendwas über Corona erzähle, dann gibt es Leute, die sagen, es geht ja gar nicht, total falsch, du hast gar keine Ahnung. Offenkundig haben die Leute dann die totale Ahnung, das finde ich immer erstaunlich. Jedenfalls mal hier ein Aufruf zum Dialog. Christian Rieck hat ein fantastisches Video gemacht, wie ich finde, aus spieltheoretischer Sicht mal die Argumente der Befürworter einer Impfung und der Gegner einer Impfung abgewogen und gezeigt, wie sich das Ganze wirklich verhält, finde ich wahnsinnig wichtig, dass das einmal so thematisiert wird, ohne dass jemand sich sofort auf die Füße getreten fühlt. Da hat dann einer heute zum Beispiel geschrieben, also er findet mich ja super, aber hier, das, was ich um Corona gesagt hatte, da müsst ihr mich deabonnieren. Wo ich mir denke, so Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich. Es ist hier eine Diskussionsgrundlage geschaffen. Wir sollten uns darüber verständigen. Es gibt für beide Seiten Argumente. Es gibt zwar Zahlen, die eher für die Impfung sprechen, aber gut, es gibt das Argument der Impfgegner in Sachen Langzeitwirkung, das eben bisher nur eine Annahme, aber kein Fakt ist. Aber dennoch, es ist ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, mit einem Video von Christian Rieck. Meine dringende Aufforderung, schauen Sie sich das an und lassen Sie uns dann in Offenheit, mit offenen Denkräumen argumentieren und nicht immer diese Vernichtungsmetaphorik, du bist böse und so weiter, das ist doch alles Bullshit, darauf habe ich keine Lust, dann verschwenden wir unsere Zeit. Das ist mein kleiner Appell, unter dem Video verlinkt, jetzt sage ich Servus und Ciao.